Hi, mein Name ist Kevin Panewitz. Ich bin Martin Fenin. Die beiden ehemaligen Bundesliga-Fußballer Martin Fenin und Kevin Panewitz werden sich im Herbst in einem Käfigmatch gegenüberstehen. Ich bin wieder in Frankfurt. Ich freue mich, wieder hier zu sein, weil jeder, der mich kennt, weiß, was für mich Frankfurt bedeutet. Er ist ein guter Kerl, aber in einer Art und Weise auch sehr verrückt. Trinkt gerne einen, manchmal auch einen zu viel. Meine ganze Karriere war halt immer so hoch und tief. Kontrast natürlich zwischen Leistungssportler und dann natürlich Biertrinker. Ist nicht immer gut. Er hat es aber trotzdem irgendwie hinbekommen. Aber natürlich hat es für seinen weiteren Karriereschritt dann natürlich nicht gelangt. Schade eigentlich, weil er ein großes Talent gehabt und hat zu wenig aus seinem Talent gemacht. Wenn du jetzt zum Training gehst, dann natürlich kannst du jetzt nicht so laufen gehen oder so. Das ist die Disziplin, was mir gefällt hat, weil wenn ich jetzt ja nicht zum Training gehen muss, dann ist natürlich egal, ob ich jetzt ein, zwei Bier also Tag vorher trinke. Ich war immer so, also ich werde nichts anderes machen. Ich bin einfach, wie ich bin, Martin Fenin. Die Wohnung habe ich damals überhaupt bekommen, weil ich war 20 Jahre alt und ich konnte nicht Deutsch. Und das einmalige Mitspieler Markus Prill hat mich damals beim ersten Trainingslager gesagt, okay, lass uns nach Neu-Isenburg ziehen, wir wohnen hier alle Fußballer hier von Frankfurt. Ich hab eine Tochter, meine Frau ist aus Tschechien, das heißt, es ist schon Zeit, irgendwas in Tschechien dann holen und dann in Tschechien bleiben. So was für viel erlebt. Aber jetzt ist vorbei, ist verkauft und damit abgeschlossen. Nice. Ist eine Sache abgeschlossen, also Prost. Jeder, der mich kennt, weiß, dass ich Frankfurt liebe ohne Ende. Und jetzt habe ich noch mit 35 Glück gehabt, dass ein ehemaliger Teamkollege hat noch sein Abschiedsspiel gehabt. Und ja, da habe ich noch einmal im Stadion, im Waldstadion gespielt, wo 50.000 Zuschauer waren. Ich habe sogar Tor geschossen. Meine Eltern waren auf der Bühne, meine Kleine war da. Wenn ich auf dem Platz stehe, dann bin ich der glücklichste Mensch auf der Welt. Da kann man aber Träume noch einmal in Erfüllung, ja. Das alles hängt zusammen, ja. Die Wohnung, und Verein, alles. Also, das heißt nicht, dass ich damit einfach abgeschlossen und nicht mehr in Frankfurt sein will. Also, ich werde für immer Eintracht-Fan. Ich habe viele Jungs hier auch in der Kurve stehen. Also, ich werde immer bleiben. Ich werde immer kommen. Aber schon abgeschlossen damit, dass ich dann ja, nochmal angelaufen habe, nochmal gespielt. Also, ich sage das, wie sagt man das auf Deutsch? Ich werde innere Ruhe haben. Wir haben jetzt mit Christian so abgemacht, weil gestern war so eine Abschiedfeier noch und ich war gestern noch ein bisschen unterwegs. Das heißt, dass wir heute kein richtiges Training machen, weil ich bin kaputt. Vor allem von dem Spiel war ich wirklich viel gelaufen. Das war schon über meine Grenzen und ja, dann ein bisschen was getrunken. Das heißt, wir machen heute quasi so, dass wir uns kennenlernen und er sagt mir, wie das quasi ist, wenn er, und dann war der auch Fußballer, wie man MMA-Fighter dann ist. Ich denke schon, dass er die richtige Person ist zum Kämpfen, aber man darf nicht Kneipenschlägerei mit MMA verwechseln. Das ist was ganz anderes und deswegen, ich muss gucken. Ich bin noch gerade so auf dem Mittelweg. Ich muss erstmal ein, zwei Trainingseinheiten abwarten, wie es ist. Er kann hier nur erwarten, hartes Training, Disziplin, kein Alkohol, gutes Essen und Training, Schlafen, Training. Und das ist der Schlüssel zum Erfolg für ihn. Vielleicht wird es ein bisschen schwierig, ob er die Disziplin hat, das durchzustehen. Das ist eigentlich meine einzige Angst, weil es ist wirklich schon anspruchsvoll und hart. Aber wie gesagt, er ist ein guter Kerl.
hat sein Herz am rechten Fleck, habe ich eben schon mal gesagt. Und ich denke, dass er das über die Zeit schon auf jeden Fall also machen kann. Er hat bei Eintracht gespielt, das ist natürlich auch für mich natürlich eine Riesensache, dann einen alten Spieler zu trainieren, ganz klar. Man muss aber abwarten, wie sich das entwickelt. Das kann man jetzt am Anfang nicht sagen, weil es ist, wird durch die Hölle gehen. Alles gut. Vielen Dank. Alles gut. Nach gestern, ja, nachdem ich meine erste Einheit hatte, darf ich heute mir das Ganze mal vom Nahen anschauen. Das heißt, wir fahren gerade nach Tschechien, nach Ostrava, glaube ich. Das ist ein großes Event, wo wir eingeladen sind oder wo ich mir das mal alles anschauen kann. Also, Training gestern war stark. Ja, also, da war ja nur ein kleiner Einblick. Ich glaube, da kommt noch was ganz anderes auf mich zu. Ich bin ein bisschen kaputt. Ja, der Körper kennt das halt nicht, so eine Belastung. Ich bin sehr aufgeregt, muss ich ehrlich zugeben. Jetzt kribbelt's. Jetzt kribbelt's. Jetzt liegen wir gerade und ringen. Also machen gerade seit für 30 Sekunden gar nichts, außer sich einfach kurz auszuruhen, glaube ich. Und jetzt ringen die, das muss geisteskrank anstrengend sein. Bruder, der hat den gerade, oh mein Gott. Oh, der bricht in seinen Arm. Der bricht in seinen Arm gleich. Oh mein Gott, jetzt ist er rausgekommen. Er ist rausgekommen. Boah, ich hab krass, weil ich muss so viel lernen, Alter. Wie manche. Die gewonnen haben, waren meistens die mehr Kondi hatten. Wirklich, Kondition ist, glaube ich, 70%. Ja, ich sag, okay, 60, die, okay, 60-70%. Das war geisteskrank, wie krass diese Kondition war. Ja, du hast gesehen, wer sie hatte und du hast gesehen, wer sie nicht hatte. Ja, und der sie nicht hatte, der hat verloren. Er wird 56 Kilo abnehmen. Bis im September gegen ihn kämpfen. Gegen wen? Gegen Feni. Martin Feni. Okay. Bist du fit? Jetzt gerade noch nicht, nein. Wann kämpfst du? In September. 6 Monate, September. Mitte September. Boah. 50 Kilo in 6 Monaten. 56 sogar. Oh. 83. Oh. Ja. Oh, Respekt. Ja. Ab Montag geht's los. Okay, da hast du dir was vorgenommen, Mann. Also jetzt habe ich noch mehr Bock, das alles zu machen und zu lernen, als es davor schon war. Es war ein geiles Event, war sehr, sehr cool. Die Fights, gerade die Knockouts, so wie sie es dann machen und so, mit diesem Bam, einen guten Treffer dann direkt hinterher. Einmal gewirkt, Game Over. Ja. Also es kann echt schnell gehen. Die Frage ist, das musst du halt alles lernen, ne? Was für mich MMA bedeutet? Also früher gar nichts. Für mich war das einfach nur Gewalt. Und jetzt nicht sauer zu sein, einfach Idioten, die sich einfach so wegknallen und das war für mich keine Sportart. Jetzt, seit ich jetzt 3-4 Mal trainiere, habe ich gemerkt, das ist jetzt, also das sind wirklich Sportler, also MMA für mich bedeutet, wenn du sagst, du musst an die Grenze gehen, dann ist das nicht im Fußball, ist das nicht im Hockey, ist das nicht in ganz andere Sportart der Welt, also MMA ist wirklich Sportart, wo du einfach wirklich an der Limit gehen musst. Ich habe schon, glaube ich, viele Menschen enttäuscht, ja, durch die Fußballkarriere, aber ich werde es packen, das ist es ja. Also deswegen, ich kann eigentlich ja keinen enttäuschen, weil ich es packen werde. Meine Frau war ein Grund dafür, dass ich diese Octagon-Sache unterschrieben habe, weil ich will meine Frau und mein Kind zeigen, dass ich noch in mehr so eine Profisportler bin und dass ich einfach das durchziehen kann und dass sie dann auch sieht, ja, Martin, Hut ab, du kannst noch Gas geben.